In unserem Online-Findmittel Scope Query erhalten Sie Informationen zu allen Beständen des Staatsarchivs Hamburg. Neben allgemeinen Informationen zum jeweiligen Bestand, wie beispielsweise zur Geschichte des Bestandsbildners, zu vorhandenen Findmitteln und zur Zugänglichkeit, sind auch Verzeichnungsangaben zu einzelnen Akten recherchierbar. Um es Ihnen zu ermöglichen, jederzeit und ortsunabhängig Informationen über unser Archivgut abzurufen, sind bereits über 1 Million Datensätze online zugänglich. Diese können nach verschiedensten Kriterien durchsucht und mit Hilfe von Suchoperatoren gefiltert werden. In diesem Video erklären wir, wie Sie in unserem Online-Findmittel mit Hilfe der Volltextsuche selbst recherchieren können. Stellen Sie sich als Beispiel vor, Ihr Groß- oder Urgroßvater Ernst Frese war bei der Polizei in Hamburg beschäftigt und Sie sind nun auf der Suche nach seiner Personalakte. Zu Beginn Ihrer Recherche wissen Sie nur, dass er am 12.04.1883 geboren ist und bei der Kriminalpolizei tätig war. Seine beiden weiteren Vornamen, Heinrich Paul, sind Ihnen ebenfalls bekannt. In unserem Online-Findmittel haben Sie bei der Volltextsuche nun zwei Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel einfach Ernst Frese in den Suchschlitz eingeben und auf Suchen klicken. Wie Sie sehen, scheint es mehrere Treffer zu Personen mit dem Namen Ernst Frese zu geben. Natürlich könnten Sie sich jetzt durch alle Datensätze einzeln durchklicken und jeweils überprüfen, ob Zweitname und Geburtsdatum übereinstimmen, beziehungsweise ob es sich überhaupt um eine Akte aus den Polizeibeständen handelt. Sie können aber auch gleich am Anfang Ihrer Suche die Ergebnisse durch verschiedene Suchoperatoren eingrenzen. Dafür klicken Sie auf Weitere Suchoptionen anzeigen. Ihnen bietet sich nun eine ganze Reihe von Filtern für eine erweiterte Volltextsuche. Sie können nun zum Beispiel die beiden Zweitnamen Heinrich Paul ergänzen. Generell ist zu empfehlen, bei Personenrecherchen die Schreibweise in der Reihenfolge Nachname, Vorname vorzunehmen, da die meisten Akten so verzeichnet worden sind. Außerdem bietet es sich an, den Zeitraum einzuschränken, beispielsweise auf 1900 bis 1980. Damit lässt sich die Anzahl der Treffer auf der Resultatliste minimieren. Das kann gerade bei der Suche nach häufiger vorkommenden Nachnamen wie Müller, Schmidt und Schulz für mehr Übersichtlichkeit sorgen und die Wahrscheinlichkeit für relevante Treffer erhöhen. Darüber hinaus gibt es viele weitere Möglichkeiten, die Suche einzugrenzen. Zudem können Sie sich die ermittelten Treffer farblich hervorheben lassen. Wenn Sie jetzt mit diesen erweiterten Angaben auf Suchen klicken, hat sich die Resultatliste auf genau einen Treffer reduziert. Ein Anklicken des Datensatzes verrät, dass diese Akte tatsächlich zu der gesuchten Person angelegt wurde. Name, Geburtsdatum und Dienststelle stimmen überein. Zudem können Sie dem Datensatz bereits einige weitere Informationen entnehmen. Sie erfahren, dass Ernst Frese Polizeirevierchef war und von 1907 bis 1937 bei der Schutzpolizei Altona tätig war. Die Laufzeit von 1907 bis 1946 bzw. 1966 gibt an, aus welchem Zeitraum die in der Akte befindlichen Schriftstücke stammen. Eine genaue Lokalisierung der Akte in unseren Beständen ist über den Aktenbau möglich. Sie stammt aus dem Bestand 331-8 Polizeiverwaltung Personalakten. Auch ist ersichtlich, dass die Schutzfrist für diese Akte bereits abgelaufen ist. Das heißt, Sie können die Akte bei uns im Lesesaal einsehen. Die für die Bestellung notwendigen Angaben wie die Bestellsignatur finden Sie ebenfalls hier. Diese ist die 331-8-241, die Sie in die Online-Bestellformulare eintragen können. Diese finden Sie auf unserer Webseite. Eine kurze Anleitung zur Online-Bestellung befindet sich ebenfalls dort. Alternativ können Sie sich auch das Tutorial Bestellung von Archivgut anschauen. Wie Sie denselben Datensatz mit der Feldsuche oder Archivplansuche gefunden hätten, zeigen Ihnen die Tutorials Feldsuche im Online-Findmittel bzw. Archivplansuche im Online-Findmittel.